ab heute wird es jetzt jeden Tag ein Video geben, bis das Baby kommt. Das ist also quasi ein Baby-Countdown. Und heute sind es noch 8 Tage, bis das Baby kommt. Ja, wenn das Baby kommt. Komm her. 8 Tage. Ja. Bis das Baby kommt. Ja. Also so schaut der Bauch jetzt aus. Mal schauen, wann das Baby kommt. Weiter geht's mit dem Video. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem Vlog von uns. Heute ist Silvester und wir stehen in der Küche mal wieder. Die Kinder waren soeben draußen. Was ist mit deiner Hand? Ah, das kann man wegwaschen. Okay, Patti, kannst du die Luisa ausziehen und ihr dann die Hände waschen? Im Kühlschrank findest du jetzt nichts zum Essen. Wir kochen gleich was. Kinder waren jetzt kurz im Garten und jetzt, ja wie gesagt, Papa und ich machen gerade Mittagessen. Er schneidet hier ein Hühnchen. Die Hunde sind auch schon bereit, Papa. Gibt's hier was? Ich bin der Mörder in der Familie. Wieso hast du es getötet? Oder? Ja, was da ja, das ist nur mehr das. Du bist der Feinschnitt. Ja, genau. Ich habe mich hier vorbereitet. Ich werde jetzt nämlich das Hühnchen marinieren, weil wir machen gebratene Nudeln. Und dann möchte ich auch noch einen Kuchen backen für den Papa. Der ist zuckerfrei und glutenfrei. Für uns werde ich dann so eine Schokobombe noch machen. Habe ich mir gedacht. Für die Kinder halt, ne? Was? Mich. Was macht ihr denn Kuchen? Ich habe mir gedacht, das ist ein Blech-Schokokuchen mit so Kuchen, also mit so Schokoladeglasur drüber. Ich mache jetzt die Marinade fürs Hühnerfleisch und das ist ein Rezept, das habe ich schon mal gekocht. Das ist in meinem 5 Mittagessen Rezepte. Könnt ihr gerne nachschauen. Von Diana Diamant, das habe ich gepostet vor 2 Jahren. Fast jetzt bald 3 Jahre. Gut, ich werde auf jeden Fall mal beginnen. Papa hat schon alles vorgeschnibbelt. Zuerst muss man mal dieses und den Fleisch. Salat. Was ist mit dem? Salat, das ist Chinakohl. Chinakohl. Ja, den machen wir auch rein, oder? Ja, aber gleich schneiden oder nicht? Ja, 300 Gramm steht da. Das ist halt essbar ist, oder? Also so Mundhappen. Ja, 300 Gramm sind so wie so 2 Blätter, oder? Puh, weiß ich nicht. Schon ziemlich fett rein. Ich hab keine Ahnung, ich hab noch nie Chinakohl gegessen, oder? Zubereitet. Haben wir das schon? Käse. Ja, aber nicht wir selber. Der Papa hat Kracher gekauft. Party Popper. Der Party war richtig begeistert, als er das gesehen hat. Bei uns ist ja auch verboten, oder? Ja. Ja, jein. Also ist nicht so schön verpackt. Ja, genau. Schön verpackt verboten. Also in Wien ist es komplett verboten, aber hier bei uns am Land in Niederösterreich ist es halt, dass man nicht im Ort selbst schießen kann. Außer der Bürgermeister genehmigt das und... Wer hat sie noch nicht geäußert? Ich habe keine Ahnung, wir haben ihn halt nicht gefragt. Und ja, aber man darf im Ortsgebiet selbst nicht. Ups. Und wenn man aber rausgeht, woanders hin, dann verstößt man ja gegen die Ausgangsbeschränkung. Ja, also es ist nicht verboten, aber du darfst aus dem Haus nicht raus. Genau. Und wegen sowas. Ja, deswegen... Oder der Bürgermeister sagt, ihr könnt von zu Hause schießen. Genau, aber wir haben Partypopper, da kann niemand was sein. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Das macht nur Schell Dreck, auf. Oder? Ja, so. Konfetti. Und Wunderkerzen haben wir auch, oder? Ja. Ist doch auch mal schön. Die Hunde freuen sich. Das haben wir in den 80er gefeiert. Wie alt warst du in den 80ern? Ja, bis 90. Ups. War ein ja. Da gab es so zum Ziehen, da gab es so ein Papier in der Mitte. Geschichte von den 80ern. Das war ein kleines kurzes Seil, in der Mitte war sein Papier und das hat die Seil gezogen und der hat geknackt. So, pack! So wie bei Mr. Bean, oder? Ja. So, jetzt habe ich alles wieder reingeschüttet. Also die Nudeln. Bisschen Wasser, Gemüsebrühe, das Fleisch wieder. Das Ganze muss jetzt ein bisschen auflockern. Dann mache ich noch
mehr Wasser. Also schaue ich mir jetzt an, wie das Wasser so, ob das reicht oder noch mehr brauchen. Und der Papa, der schneidet jetzt gleich schon das Fondue, wollte ich sagen, aber wir essen ja Raclette. Raclette gleich. Also auch eine Soße drüber, oder? Eine Marinade? Was? Wo darf ich nicht den Arm? Zeig mal. Die Narbe. Sieht schön aus. Beruhig dich, Lara. Ganz entspannt bleiben. So, meine Lieben, wir haben jetzt gegessen und jetzt wird Kuchen gebacken. Ich merke zwei Kuchen. Einmal was für den Papa, so ein Diabetikerkuchen. Der ist zuckerfrei und glutenfrei. Der ist mit Mandeln und so. Und dann mache ich für uns einen richtig deftigen Schokokuchen. Ja. Das Gegenteil. Das Gegenteil, genau. Weil wir Bock haben. Deswegen mache ich das jetzt ganz schnell. Weiter geht's mit dem Kuchen. Der ist jetzt fertig, püriert. Ich habe schon eine Idee gehabt. Hast du eine Idee gehabt? Ja, ich habe schon eine Idee. Ich mache wieder eine schöne Ratte. Aha. Ich noch an. Boah, heute, ich sag's euch, ich kann nicht mehr stehen. Ich hab dir gesagt, dann mach das nicht mehr. Ja, aber es ist Silvester. Was heißt das? Du willst einen Kuchen haben, oder? Hab ich gesagt, ich will einen Kuchen haben, Silvester, ich will einen Kuchen haben. Diabetes ist vor allem doch Fett. Aha. Das ist brutal viel Fett drin, oder? Ja, mal, wie viel Butter hast du reinkaut? Wir haben gar keine Butter reinkaut. Das war nur Mandel. Ja, Mandel, warte, du hast auch gar kein Fett drin. Ja, aber... Es ist ein zuckerfreie Torte, also beschwer dich jetzt nicht, ja? Hab mich nicht beschwert. Der Patrick Lester, Tante. Das mit dem Müll. Müll. Spazierst das ganze Haus mit dem hier. Genau. Die Kuchen sind beide fertig. Das ist Papas Kuchen. Und das ist unser Schokokuchen. Darüber mache ich jetzt ein bisschen Milch. Ich bin gespannt, ob sich das gut einsaugt, weil das ist, die Milch sammelt sich jetzt hier. Oh yes. Es wird ein richtig leckerer, saftiger Schokokuchen. Das sieht gerade gut durch, gell? Das ist hineingesaugt. Ja, das soll so sein. Okay, das ist dein Kuchen. Magst du ein Stück probieren? Zu nah dran tippen. Wir können ihn ja schon rausholen, oder? Ja. Papas Kuchen ist leider nichts geworden. Der ist mir auseinandergebrochen. Und der ist auch ein bisschen zu oben zu trocken und unten zu nass. Irgendwie, keine Ahnung, ich habe es nicht richtig gemacht. Ja, weiß nicht. Der ist auch nicht so lecker. Das ist, also, ja, Eiweißkuchen ist halt schwierig. Ich habe schon mal Eiweißbrot gemacht. Das ist mir auch nicht gelungen. Weil entweder wird es zu trocken oder zu nass. Und ja... Ja, ärgerlich. Ich werde mich natürlich noch herumprobieren, damit ich auch was für den Papa mal finde. Dass er auch was zum Naschen hat, oder tatsächlich? Aber das schmeckt dir gut. Mmh, ja, das sagt er, weil er mich liebt. Aber sonst, ich finde ihn jetzt nicht so geil. Ich mache auf jeden Fall mal weiter mit dem Kuchen hier. Ich habe ihn jetzt mit Milch, habt ihr gesehen, eingetunkt und jetzt kommt dann diese Ganache drüber. So. Jetzt kommen dann noch so gehackte Mandeln da drüber. So, jetzt geht's los. Dieser Pessimuk. Raclette macht fett, oder? Kann ich mitmachen? Aber selbstverständlich. Aber nicht, es ist heiß, oder? Darf sie jetzt mitmachen? Darf ich Cola trinken? Natürlich, bitte. Das ist ein bisschen Darf ich das Rote trinken? Ich will auch das Rote. Ich mag auch das Rote. Ich mag auch das Rote. Kann ich auch Milch, Pfeffer? Ah, du musst hier. Du musst nur aufpassen, dass du die Finger nicht berührst. Ja, ich will das Rote. Ich habe jetzt Angst, weil ich mache das Rote. Es ist halt heiß, Lara, weißt du? Brauchst du Hilfe bei der Cola? Mich. Da hat er sich auch gemacht. Genug, Lüda, lass mal das. Ich glaube, ich hab den. Ich muss dir den geben. Zapalotamoi. Ich mag auch was. Papa, wir können dann in unseren alkoholfreien Hugo auch ein bisschen Sekt nehmen. Also Sekt. Himbeerkarte. Oh, wie gut, das riecht wie in der Optik. Alles auch.
Luisa Patrick! Ja. Das ist eine Kindersicherung drauf. Okay. Ein Blödsinn. Der riecht urlecker! Der riecht wirklich urlecker. Wie der Prost? Okay. Prost? Was? Warum so wenig? Aber so. Prost. Nochmal, Baba Scha. Ich will ab. Ich will. Und trinken wieder. Wieso halten immer die Kinder den Glas hier? So, weißt du? Schatzi, das, ja. Ich kann mich an Patrick erinnern, der hat auch immer so gehalten. Nein, leider nicht so. Hat das mir schon gut, oder? Haltest du es immer noch so? Ja. Weil halt der Zeug ist. Ah, ja, stimmt. Hey, ey, sein. Fuck, ja, das stimmt, aber wie hat das für mich hier? So? Ja, ich hätte das auch so. Ich hätte. Mama! Ja, lecker, magst du auch ein bisschen? Okay. Sicher, Patrick. Let's go. Würstel? Ja. Luisa mag Würstel, Papa. Was gehört? Magst du ein Würstel? Wir haben Ketchup und Senf und Mayonnaise. Was anderes essen die Kleinen nicht, oder hättest du jetzt Bock auf was anderes gehabt? Nein. Kuchen. Was willst du? Kuchen? Die Luisa möchte jetzt schon Dessert. Der Käse, der kommt zum Papa, weil der macht immer die Pfännchen, oder? Mal diesen perfekten Schokokuchen an, der ist wirklich lecker. Das da oben ist alles Ganache, Kuvertüre, yummy. Haselnüsse sind drüber und der saftige Kuchen. Der ist richtig saftig. Der arme Papa darf kein Stück essen. Ich kann aber zuschauen. Oh. Hallo, was ist das? Wer will Kuchen? Kinder? Oh mein Gott. Oh nein, der ist nicht fertig, oder? In der Mitte. Heute ist nicht mein Kuchentag. Das ist die Milch. Ah, das ist die Milch. Ich denke mir so, scheiße, der ist nicht durch. Aber die Milch ist ja in der Mitte am meisten durchgesickert, deswegen. Puh, Gott sei Dank. So, meine Lieben, mittlerweile haben wir uns auf die Couch gesneakt. Wir schauen jetzt Mr. Bean. Das ist voll lustig. Ja, Sophie, was ist? Ein Auto draußen. Ein Bar kenne ich mehr durch, oder? Mr. Bean ist ein Klassiker, geht immer zu Silvester, oder? Super lustig. Und alle schauen. Hier, die Luisa ist auch beschäftigt. Was ist das für ein Ball überhaupt? Schön, dass die Luisa schaut, gell? Ein Flummi-Ball, oder was? Ja. Normalerweise schaut die Luisa ja nie so was außer Zeichen drückt, oder? Ja. Bei dem Bus eigentlich sind. Ja, wir haben übrigens noch 2 Stunden, oder? Die Mama will, dass ich nicht vorbei ist, oder? Ich bin müde. Aber das Baby muss auch 2 Stunden im Bauch bleiben. Wieso? Ich will ein 20-21. Das wird dir nicht sein. Ist nicht. Wenn, dann kommt sie nicht so schnell, oder? Mama! Ja? Wir bereiten uns vor. Bald muss man schießen. Boom!
der macht dir hier. Hier, so. Den und dann. Glückliches neues Jahr und gute Unterhaltung. Wir böllern ja dieses Jahr nicht und ja, die Kinder schauen jetzt bei den Nachbarn. Ja, die Nachbarn schon auch. Die Nachbarn schon auch. Die Nachbarn schon auch. Ja, ja. Jetzt mach mal, kurz auf. Ja, rechts. Mama. Ja? Aber nicht über den Teppich. Mach sauber, Lara. Und wo ist die so? Hier ist noch eine. Das habe ich in der Hand. Kann ich das noch? Darf ich auch eins? Das ist kaputt. Ja, aber das stinkt. Mach sauber, Lara. Die Sophie ist unter unserem Bett. Ganz schön gelegen. Ja. Die Sophie hat ein bisschen Angst. Aber es wird, ehrlich gesagt, muss man auch dazu sagen, gar nicht so viel geschossen. Es ist ja ein paar... Findest du? Es sind 15 Minuten nach 0 Uhr und es ist kein Geräusch mehr zu hören. Aber normalerweise geht es ja immer mega lang. Deswegen, ja. Ich muss noch ein bisschen an. Na, wir haben nie so lang geschossen. Doch. Sophie, festlich dekorieren. Nein, Silvester, Doggy. Happy New Year, Mom. Happy Sophie. Die Amy ist auch da dabei, der Patrick. Und wir werden uns jetzt vom Vlog verabschieden. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen. Ja, wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen den Abend genießen. Und dann ins Bett. Also ich bin schon müde. Ich auch. Ich war müde, aber ich nicht mehr. Was ist passiert? Jetzt bin ich putzmunter. Gute Nacht, mein Lieber. Tschüss.